Bezüglich der Haushaltsrede vom Landeshauptmann und dem Inhalt kann ich einfach nur sagen, er ist wie so oft eben und vieles sehr oberflächlich gehalten, also viel gesagt, aber wenig Konkretes. Und in dem Sinne findet man eigentlich nur einzelne Punkte, wo man sagen kann, was in die verkehrte Richtung geht. Es wird hervorgehoben, dass sich beispielsweise die Anzahl von Kinderbetreuungsstätten verzweifacht bzw. beinahe verdreifacht hat, aber umgekehrt in ein Anliegen, das uns sehr wichtig ist, beispielsweise, dass eben auch die Eltern länger zu Hause bleiben können, die sich eben wünschen, länger bei ihren Kindern zu bleiben, in die Richtung wird überhaupt nichts unternommen. In die Richtung wird eigentlich kein Geld investiert. Und das ist ein Punkt, den wir eben auch hier im Landtag kritisieren werden, aber eben auch anregen werden, dass unbedingt für jene Eltern, die sich hier eine wahre Wahlfreiheit wünschen, eben auch etwas unternommen wird und vor allem, dass es hier finanzielle Unterstützungen für diese Familien gibt.